Finanzielle Freiheit am Montag, liebe Freunde. Ich muss mir meine Batterie einbauen, meine Ninja. Die steht nämlich schon seit, die darf ich fahren seit dem 1.4. Die wurde kein Millimeter bewegt. Aber jetzt ist Zeit, jetzt baue ich die Batterie rein. Und nebenbei sage ich euch, wie man mit Immobilien, wie jeder mit Immobilien, jeder, auch ein Dummi wie ich, 100.000 verdienen kann. Locker. Oh, schon mal. Also. Als allererstes kaufst du dir eine Wohnung für 100.000 Euro zum Beispiel. Nur als Beispiel, weil es einfacher zu rechnen ist. 100.000 Euro kaufst du dir eine Wohnung, aber bewohnst sie nicht, lässt sie jemand anders abzahlen. Der soll da einziehen, du kaufst die Wohnung für 100.000 Euro und nimmst Tilgung 3%. Und lässt es 10 Jahre laufen. So. Und wenn sie die Wohnung für 100.000 Euro kaufst, sie 3% tilgst, hat sie nach 10 Jahren, hast du dann 70.000 Euro Restschuld bei der Bank. Eine Wohnung durchschnittlich in Deutschland, deutschlandweit, Gesamtdeutschland seit 45 Jahren, wachsen die Immobilienpreise mit ca. 3%. Also manchmal irgendwo mehr, irgendwo weniger. So 3%. Heißt in 10 Jahren, ohne Zinseszinsrechnung, sondern einfach zu sagen, sagen wir mal, in 10 Jahren 30% Wertzuwachs. Das heißt, du kaufst eine Wohnung für 100.000 Euro, tust 3% Tilgung rein, lässt sie einen Mieter, vermietest sie, lässt sie den Mieter diese Zinsen zahlen. Nach 10 Jahren und einem Tag verkaufst du steuerfrei für 130.000, weil 30% Zuwachs deutschlandweit, Durchschnitt. Also 130.000 nach 10 Jahren Verkauf, 70.000 Restschuld sind 60.000 Euro Cash in the Cash steuerfrei. Und wenn, aber für 100.000 kriegst du ja eine Garage oder so. Wenn du für 200.000 eine Wohnung kaufst und das gleiche Spiel machst, 3% Tilgung, 3% Wertzuwachs, hast du 120.000 Euro netto verdient in 10 Jahren und einem Monat, sagen wir mal, weil du musst die 10 Jahre halten, damit es steuerfrei wird, und hast 120.000 Euro verdient, nebenbei, neben deiner Arbeit, neben deinem Studium, neben deinem scheißegal was, mit einer verschissenen Wohnung. So funktionieren Immobilien. Und das ist das Einfachste, weil man kann viel Geld, viel schneller, 100.000 verdienen mit Handel zum Beispiel. Irgendwas kaufen, Amazon, zack, 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 zack. Aber da muss man sehr viel dran sein, da hast du keine Zeit für deine Arbeit. Wenn du aber arbeitest, dann geh arbeiten und kauf dir eine Wohnung und lass sie abzahlen und verkauf sie dann. Oder halt sie länger. Wenn du sie länger hältst, wird sie noch mehr Cash für dich rausbringen. Aber das wäre ein schnelles Beispiel, wie man zwischen 60.000 und 120.000 Euro verdient. Jeder locker, steuerfrei. Und somit kann man ein Vermögen aufbauen mit Immobilien. In diesem Sinne, haut rein, ich mache die Batterie rein, dann mache ich die erste Tour. Und haut rein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.